Ja, jetzt gibt's Hallihallo Penny wieder in voller Bandbreite. Und zwar habe ich euch ja wirklich hier ein bisschen länger warten lassen. Aber ich habe alles für euch gesammelt. Also ich hoffe zumindest, ich habe nichts vergessen. Die Sachen wurden nicht in den Schrank eingeräumt. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie hier mein Schreibtisch aussieht. Mein Freund freut sich. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe alles nochmal so zusammengekriegt. Ich habe die Sachen natürlich teilweise schon ein bisschen benutzt. Immer so in dem Hintergedanken, okay, wegräumen ist nicht, muss noch gezeigt werden. Deswegen sortiert ist jetzt auch nichts. Also das ist teilweise vom DM eingekauft, online, bei uns im Markt oder halt ja, in einem anderen Laden gekauft. Aber ich hoffe, alles jetzt hier am Mann. Ich fange gleich mal an, weil es ist jede Menge. Von Puro Bio, das ist ja eine italienische Naturkosmetikmarke, habe ich diese BB-Creme. Die ist in der Farbe 01 vegan, 30 Milliliter. Preise in die Infobox kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Beim besten Willen muss ich erst wieder raussuchen. Ich weiß jetzt gar nicht. Organic Cosmetic. Hier steht jetzt nichts von wegen Zertifikat oder so. Muss ich jetzt nachher mal googeln, wie es aussieht, ob das jetzt nicht zertifiziert ist. Ich meine, Naturkosmetik darf sich ja alles schimpfen, auch wenn es keine Naturkosmetik ist, das wissen wir ja. Finde ich wirklich super gut. Muss sagen, mit einer der besten BB-Creams, die ich bis jetzt testen durfte, konnte, wie auch immer, würde sie allerdings fast schon als leichtes Make-up bezeichnen, weil je nachdem, wie viel man nimmt, hat das wirklich eine sehr, sehr schöne Deckkraft. Am Anfang habe ich gedacht, okay, sehr flüssig, zu dunkel für meine Haut. Ich zeige euch das jetzt mal. Aber, also es ist schon relativ dunkel, aber wenn ihr das verteilt, seht ihr das? Also es wird wirklich heller und es fühlt sich so seidig an. Also es fühlt sich fast an wie ein normales Make-up. Die Deckkraft finde ich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Für eine BB-Creme schon fast zu gut. Ja, was heißt eine? Also es ist eigentlich eher eine mittlere Deckkraft. Definitiv keine leichte. Also wenn man jetzt wirklich nur in Mühe aufträgt schon. Ich finde allerdings diese Tube sehr, sehr unpraktisch, weil das Ganze doch schon sehr flüssig ist. Und ja, ihr müsst es. Hört ihr das? Also ihr müsst es vorher auf jeden Fall schütteln. Und ja, aber ansonsten, es macht die Haut auch so weich. Und ja, es sieht halt einfach nicht geschminkt aus. Es ebnet das Gesicht, also was heißt das Gesicht, die Haut. Und ja, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich aus der letzten LE, glaube ich, von Alverde war es, mir ein paar Sachen mitgenommen. Und zwar einmal den Lippenstift in der Farbe 03. Leider war die LE schon sehr ja, vergriffen. Deswegen konnte ich schon nur noch so ein paar Reste mitnehmen. Das ist einmal hier so ein lila Ton. Den habe ich auch momentan auf den Lippen. Muss sagen, dass ich die am liebsten momentan einfach nur mit einem Pinsel verwende. Weil erstens für meine schmalen Lippen sind mir diese, ja, sind mir einfach die Lippenstifte an sich zu breit. Und dann vermale ich mich nur. Deswegen gehe ich da meistens mit einem Pinsel dran. Erstens wird mir der Lippenstift nicht so schnell schlecht. Und zweitens kann ich damit besser an den Lippen arbeiten, auch wenn ich mich da trotzdem mal wieder vermale. Also ich habe da irgendwie nicht so ein Augenmaß für. Aber die Farbe an sich finde ich wirklich schön. Dann habe ich mir die beiden Lidschattenduos gekauft. Einmal die Nummer 10 Forest Green, die mich eigentlich von der Farbe her noch nicht mal so angesprochen haben, aber von der Textur her waren die einfach so schön anzufassen und so seidig. Ich muss die einfach mitnehmen. Also von der Farbabgabe her fand ich das auch so toll. Ich war noch da mit meiner Mama, glaube ich, im DM und habe gesagt, ach hier, guck mal. Wie wär's, Mutti? Nehmen wir das mit? War sie dann auch auf meiner Seite und hat gesagt, ja, die Farben sind ganz schön. Ich hoffe, ihr kennt das jetzt so. Aber wie gesagt, also die sind schon echt nicht schlecht pigmentiert. Dann nochmal die Farbe 20 Rosewood. Das ist jetzt eigentlich eher so mein Farbschema. So rosé-braun, aber eher ein bisschen kälter.
wollte ich euch auch mal. Grün ist ja jetzt eigentlich nicht unbedingt so mein Beuteschema. Die sind auch nicht wirklich glitzernd, die Farben, aber auch nicht wirklich matt. Die sind eher so satengmäßig. So, das sind jetzt die hier. Also seht ihr, wie die so glänzen? Und die sind so weich. Das macht so Spaß, sich damit zu schminken. Am Auge ist das natürlich ein bisschen schwieriger, gerade weil die so weich sind. Aber ja, es macht einfach total Spaß, sich damit zu schminken. Wobei halt die helleren Töne so ein bisschen mehr schimmern. Die anderen sind halt, ja, die sehen fast matt aus, aber haben halt, wie gesagt, so diesen Satin-Schimmer. Ich gehe mir mal gerade die Hände waschen einen Moment. Ja, wenn wir da schon mal beim Thema Make-up sind, bleiben wir doch auch gleich da. Und da habe ich mir bei der Rabattaktion von Madara, das ist bestimmt auch schon wieder einen Monat her, die Moonflower Rose Beige Tinted Fluid Creme, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Ganzen, des Guten, aber egal, gekauft. Die kostet im normalen Verkauf, glaube ich, 26, 27 Euro. Wie gesagt, Preise Infobox. Hatte ich schon mal gehabt. Ich mag die total gerne. Hat eine sehr, sehr leichte Deckkraft, einen extrem eigenen Geruch. Aber ich mag das Finish einfach total gerne. Hat natürlich, wie der Name schon sagt, einen Rosé-Unterton. Sieht jetzt so ein bisschen rötlich aus auf der Haut. Aber wie gesagt, da man davon jetzt nicht so viel nimmt, verschmilzt das einfach super schön mit dem Hautbild. Deckkraft minimal. Eher so einen ausgleichenden Effekt. Aber wie gesagt, das macht das Ganze so ein bisschen weich. Da sind so leichte Glimmerpartikel drin. Es erfrischt einfach das Hautbild, sagen wir es mal so. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass es, wie ich es das letzte Mal gekauft hatte, doch eine deutlich höhere Deckkraft hatte. Jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, das geht jetzt wirklich Richtung Foundation, sondern eher so, okay, leichte Unebenheiten werden abgedeckt, aber ja, da wird gar nichts mehr abgedeckt. Ja, ich finde die immer noch ganz nett, aber entweder hat sich meine Haut verändert oder die Zusammensetzung von dieser BB-Cream bzw. von dem getönten Fluid hat sich verändert, was ich sehr schade fände, weil man sich natürlich darauf verlässt, dass das Produkt, was man vor 2 Jahren hatte, immer noch genauso funktioniert, wie dann, wenn man es dann halt nochmal kauft. Aber ja, vielleicht ist das auch einfach nur in Vergessenheit geraten, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, mich daran erinnern zu können, dass es doch schon eine leichte Deckkraft hatte und Unebenheiten ganz gut abgedeckt hat, was es halt jetzt nicht mehr tut. Ja, dann habe ich mir von Avril eine Mascara gekauft. Die hatte wirklich eine sehr, sehr gute Bewertung. Das habe ich übrigens allgemein bei dem Haul so gemacht, dass ich mir die Sachen, die ich gebraucht habe, mit der besten Bewertung und halt mit den höchsten Verkaufszahlen oder den meisten Bewertungen gekauft habe. Die hat ein relativ dickes Bürstchen, was mich im Normalfall kolossal stören würde, weil ich mich meistens damit bekritzel. Aber da das Ganze jetzt nicht so flüssig ist, lässt sich damit super im Auge arbeiten. Ich habe mich bis jetzt noch kein einziges Mal vermalt. Das macht einen super natürlichen Schwung. Aber nicht so natürlich, dass ich sage, okay, man sieht nichts davon, sondern natürlich künstlich. Ja, ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Das ist natürlich nur meine Logik. Aber man sieht halt schon, dass man Wimperntusche drauf hat, aber doch irgendwie nicht. Ja? Do you know what I mean? Ja, aber kann ich nur wärmstens empfehlen. Kostet jetzt nicht ganz so viel Geld, ist auch was für den schmalen Geldbeutel. Und könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich finde den Effekt an den Wimpern sehr, sehr schön. Ist halt aber auch, wie gesagt, Geschmackssache. Beim nächsten Produkt weiß ich nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe, aber ich zeige es euch einfach, wenn dann nochmal. Auch von Puro Bio Cosmetics, von dieser italienischen Marke, ein Kajalstift. Gibt es nicht viel zu sagen, ist gut deckend schwarz, soll 18 Monate halten. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen irritiert, dass es hier kein Zertifikat gibt. Das werde ich prüfen. Jetzt bin ich aber mal gerade gucken. Also das Avril ist, zumindest diese Mascaras, EcoZert.
zertifiziert. Ist ja eigentlich so typisch für französische Produkte. Entweder Natrue, nee, Natrue ist eher deutsch. Naja, egal. Auf jeden Fall guter Kajal, aber da bin ich auch nicht so anspruchsvoll. Dann habe ich mir eine Handcreme gekauft, muss im Winter immer sein. Gerade beim Eiskratzen am Auto, meine Hände sehen furchtbar aus. Also an meinem Handrücken, wie bei einer 80-jährigen Oma, da kannst du LKW drauf fahren. Also die Rillen, die sind mittlerweile so tief. Ich habe es jetzt gerade eben eingecremt, sonst ach, ist furchtbar. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Das sieht katastrophal aus. Also mir ist der ganze Handrücken aufgesprungen. Hier in der Handinnenfläche, hier an den Seiten, alles total rau und rissig. Ich bin froh, wenn die kalte Jahreszeit wieder vorbei ist. Ich bin da absolut nicht der Typ für. Dann habe ich hier von T. Natura eine Calendula-Creme. Die kaufe ich mir immer im Wechsel, hat jetzt da schon Achillea, wie das auch immer heißt. Malve habe ich schon gehabt. Bin eigentlich immer sehr zufrieden, nutze die meistens so als Allround-Creme für alles. So, wofür man normalerweise eine Wund- und Heilsalbe benutzen würde. Bin immer sehr zufrieden damit. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, dass das in einem Tiegel kommt, was natürlich jetzt als ökologischer Faktor super ist. Aber das ist immer sehr flüssig und setzt sich auch immer ab. Das heißt, ihr müsst, bevor ihr das benutzt, erstmal da drin rumrühren. Und da wäre es natürlich praktischer, wenn das in einem Pumpspender wäre, kann man ja auch in Glasform gestalten. Dann kann man das wenigstens schütteln und dann auftragen. Gut ist die Welt, finde ich erstens hygienischer und zweitens ist es total Schwachsinn, sowas dann in flüssiger Form bzw. in flüssigerer Form in so einem Glastiegel zu haben, wenn sich das Ganze immer wieder trennt. Aber ansonsten bin ich mit dem Produkt sehr zufrieden, preisgünstig und ja, als Wund- und Heilsalbe immer zu empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, mir ist aber letzter Sommer ist mir was auf mein Zeh drauf geknallt und jetzt ist der Nagel abgegangen und unten drunter war halt angebrochen und Bluterguss und überhaupt und da klatsche ich mir da jetzt immer abends was drauf und jetzt sieht es halbwegs wieder nach menschlichem Zeh aus, leider nur halbwegs. Ich hoffe, das wird noch. Hab da allerdings ein bisschen Angst, weil wir jetzt dieses Jahr auch in Urlaub fliegen wollen, dass das dann bis dahin immer noch so aussieht wie... Es sieht schon echt eklig aus. Ich hasse Füße an sich schon. Ich mag die überhaupt nicht. Ich sehe auch mir nicht gerne Füße an. Auch meine eigenen nicht. Ich mag meine eigenen Füße auch nicht. Aber wenn dein Zehennagel dann noch so... Naja, da macht der Urlaub schon gerade viel mehr Spaß. Ja. Dann habe ich hier noch ein Shampoo, auch von T. Natura. Da gab es, glaube ich, 15-20% auf alle italienischen Marken bei Ecoverde. Da habe ich ja mal reichlich zugeschlagen. Ihr seht, das Shampoo sieht jetzt schon ein bisschen siffig aus. Steht schon etwas länger bei mir in der Dusche. Ist auch schon fast leer. Vom Geruch her sehr kräutrig. Schäumt relativ gut. Ansonsten kann man da jetzt nicht großartig was zu sagen. Also ist ein ganz normales Shampoo, es funktioniert, es reinigt, gefällt mir vom Geruch her nicht so wirklich. Würde ich deswegen aus diesem Grund auch nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Ich habe gerade in die Box reingeguckt, die ist auch noch voll. Ja gut, dann machen wir doch einfach mal mit der weiter. Dann habe ich mir von Eco Cosmetics ein Volumen-Shampoo gekauft. Auch hier aufgrund der guten Bewertung bzw. der massigen Bewertung gekauft. Und da hat das halt mit dazugehört. Dann habe ich mir das Shampoo von Urtekram gekauft, Richtung Aloe Vera, für mich und meinen Freund. 500 Milliliter. Ja, ich mag die Sachen von Urtekram generell ganz gerne, aber gerade die Shampoos immer mal wieder so im Wechsel, wenn man mal was anderes braucht, haben mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Wobei ich sagen muss, das ist das erste Mal, dass mir da tatsächlich bei Shampoos unterschiedlicher Richtung auch mal ein Unterschied auffällt. Sowohl von der Konsistenz als auch von dem Verhalten meiner Haare bzw. meiner Kopfhaut. Was ich ja schon mal ganz gut finde, auch wenn das nicht unbedingt immer positiv war, aber wenigstens man hat einen Unterschied gesehen. Dann auch ein Shampoo von Lavera aus dieser neuen Reihe. Rose mit Erbsenprotein. Also ich mag die Gerüche dieser neuen Duftlinien bzw. der Shampoo-Linien extrem gerne.
Wir haben die auch bei uns im Markt stehen, da habe ich mich schon fleißig durchgerochen. Ich mag auch dieses beige-goldene ganz gerne. Das riecht so ein bisschen cremiger, so ein bisschen ja, nach Meer. Also nach Meer mit H und nicht mit EE, aber super, super lecker. Also ich bin absoluter Fan von diesen Düften und hoffe, dass ich da noch ganz viele ausprobieren kann von. Dann mal wieder gekauft von Akamuti die Green Clay Face Mask. Ich glaube, die könnt ihr schon langsam nicht mehr hier sehen auf dem Kanal, aber ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Die verfeinert das Hautbild ganz gut, die zieht so ein bisschen die Mitesser raus und öffnet die Poren und riecht gut und tut gut und ja, mag das wirklich ganz gerne. Dann habe ich mir dieses Evening Prime Rose Oil gekauft von Biopark. Finde ich ganz gut hier mit so einem Pumpspender. Ich habe jetzt momentan auch eins von irgendeiner italienischen Marke. Das ist mit einem, ja, so zum Rausschütten. Finde ich bei einem Öl immer ein bisschen unpraktisch, weil meistens zu viel rauskommt und man braucht ja meistens nur ein bisschen. Was war denn Prime Rose nochmal schnell? Nachtkerze, ne? Soll ja ganz gut sein, sowohl für etwas reifere Haut als auch für Problemhaut. Und im Winter hat meine Haut ja doch schon ein paar mehr Macken, deswegen wollte ich das gerne mal ausprobieren. Dann habe ich von Secrets de Provence ein Trockenshampoo. Also das muss ich ja jetzt mal aufmachen. Also ich habe gedacht, das wäre auch so zum Sprühen, aber das ist hier so ganz mini futzi klein. Ich mache das jetzt mal auf, bin mal total gespannt. Ausprobiert habe ich es natürlich nicht, ist ja noch zu. Habe noch momentan eins von, ach, weißt du, hier von diesen gehypten, wie heißen die Marke? Was es dann halt auch in Brünett und Blond gibt von Batiste. Oder habe ich Balea? Ich glaube, ich habe Balea. Keine Ahnung, finde ich ganz okay, aber so oft benutze ich das auch wieder nicht. Ich wollte das jetzt gerne mal ausprobieren. Ach, das ist mit so einem Pumpspender, okay. Und wie soll das jetzt funktionieren? Das finde ich ja jetzt interessant. Ich habe ein Haar an der Nase. Ich würde ja sagen, ich würde es jetzt gerne mal ausprobieren. Aber ich habe halt noch gerade eins. Aber ich habe ein bisschen Angst. Das kommt da bestimmt. Ach ja, guck mal. Guck mal. Hier, warte. Warte, warte, warte. Ha, wie aufregend. Hier, guck mal. Das kommt da. Jetzt kommt nichts. Seht ihr, wie fein das da rauskommt? Ja, hochinteressant. Ja gut, dann braucht das natürlich auch nicht mehr Verpackung. Wenn das in so einem ganz feinen Lufthauch da rauskommt. Super. Ohne irgendwelche Treibgase. Mega interessant, finde ich super gut gelöst. Wenn das... riecht... Ja, es riecht so ein bisschen nach Gewürzmischung. Aber ist ja auch mal nicht schlecht, wenn man so ein Mittagessen auf dem Kopf hat. Bin ich mal mega gespannt, ob das auch tatsächlich einen super Effekt, für so einen erfrischenden Effekt für die Haare bringt. Schauen wir mal. Ja, dann habe ich noch ein Shampoo, und zwar das von Cardi Neem. Für meinen Freund, habe gehört, das soll ganz gut gegen gereizte Kopfhaut sein. Mit 20% frischen Kräutern, Blüten und Früchten. Früchten. Bekämpft Schuppenbildung und beugt Juckreiz vor. Also ich weiß nicht warum, aber gerade im Sommer hat der hier hinten im Nacken immer ganz komische Kopfhaut. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass der tatsächlich jetzt mal Naturkosmetik-Shampoo benutzt. Hoffentlich sieht er das Video nicht, weil sonst ist das mit dem Spuk schon bald wieder vorbei. Finde ich aber ganz gut, weil sonst benutzt er immer so Head and Shoulders und ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich da sehe, was da drin ist. Aber jedem das seine, ist ja seine Kopfhaut. Dann neu gab es jetzt bei Ecoverde die Marke Florame. Ich schätze mal, dass es französisch ist, also Florame. 500 ml Fleur de Lavande, also Lavendelblüte auf jeden Fall, mit so einem schönen lila Blau. Ich finde das Design natürlich super schön, Verpackungsopfer, wie immer.
Ja, ich habe jetzt auch noch, ach, jetzt habe ich nämlich doch was vergessen. Und zwar habe ich diese Pulle nochmal mit Mandarine und Ylang Ylang. Ich finde den Duft toll. Vielleicht eher was für den Sommer, aber mir ist es ja eigentlich egal, ob das jetzt Sommer, Winter, Herbst oder sonst wann ist. Schäumt wirklich sehr gut und trocknet die Haut, aber jetzt nicht so aus. Und ihr habt natürlich Ewigkeiten da dran bei 500 Milliliter. Also ich habe mich bestimmt jetzt schon 2-3 Wochen damit geduscht und man sieht kaum, dass da was raus ist. Ja, mit die beste Bewertung oder das meistgekaufte Conditioning, wie nennt man das? Die meistgekaufte Spülung ist von Bioficina Toscana, das hier, und zwar, ja, steht da auch was auf Deutsch? Nö. Gut. Mit Kidneybohnen. Mit Olivenöl und Protein der weißen Kidneybohne. Okay, machen wir mal Chili con Carne auf den Kopf. Ja, ich habe ja schon eins hier von Bioficina und das finde ich wirklich richtig gut bis jetzt. Es ist bis jetzt das Beste, die beste Spülung, die ich bis jetzt gehabt habe. Das macht die Haare nicht so klätschig. Beschwert die auch nicht so, also die fallen trotzdem immer noch relativ locker. Sie sind nicht mehr so elektrisch, sind eigentlich gar nicht mehr elektrisch, wenn ich, aber ich kann es nicht jeden Tag, nicht bei jeder Haarwäsche machen, weil sonst fängt es gerade irgendwann hier unten, unten drunter so an, dass es doch fettig aussieht, obwohl die Haare gewaschen sind. Dann brauche ich erstmal wieder so 2-3 Haarwäschen, bis ich das Ganze wieder raus habe, weil scheinbar, ja, bleibt das sonst immer an den Haaren und dann wird es halt irgendwann für die Haare natürlich immer schwerer. Und bleibt dann irgendwann drinne. Sieht nicht so nett aus, wenn die Haare so richtig fettig aussehen, obwohl man sie gerade gewaschen hat. Aber ansonsten wirklich eine super Spülung, kann ich euch empfehlen. Sehr, sehr ergiebig. Man braucht nur sehr wenig davon und die mache ich mir tatsächlich nur in die Spitzen. Und es ist nicht so, dass die Haare sich dann so anfühlen, als hätte man keine mehr auf dem Kopf, dass man einfach so, dass das Ganze so durchsickert. Also sie sind trotzdem noch relativ griffig, aber man kriegt sie, wie gesagt, trotzdem super aufgekämmt und ja, es gibt ein bisschen Feuchtigkeit zurück. Ja, ich gucke jetzt mal nochmal, aber ich glaube, das war alles. Ist ja auch erstmal genug, ne? Also für das ich jetzt schon so lange keinen Heul mehr gedreht habe, finde ich das auch für meine Verhältnisse noch ganz okay. Habe mich da auch ein bisschen gezügelt. Ich habe jetzt so mittlerweile meine Produkte ein bisschen gefunden. Test mich natürlich immer noch gerne aus. Aber ja, ich würde mich natürlich freuen, von euch zu hören, egal in welcher Richtung. Haut mal kräftig in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!